Wenn Menschen witzige Bemerkungen machen, dann gelten sie als schlagfertig. Die meisten Menschen verstehen unter Schlagfertigkeit, dass man dort angegriffen wird und dann gibt man irgendwie eine clevere Erwiderung. Aber Schlagfertigkeit ist mehr. Ein Großteil der Schlagfertigkeit geht darüber, können Sie dadurch erreichen, indem Sie einfach witzige Bemerkungen, die Sie gehört haben oder selber entwickelt haben, aufschreiben und die wirklich systematisch auswendig lernen. Dadurch entsteht so eine Art Wissensnetz, das Sie abspeichern und aus dem dann neue kreative Antworten entstehen. Harald Schmidt wurde mal gefragt, wie er so schlagfertig geworden ist und hat Folgendes geantwortet. Schlagfertigkeit ist nichts anderes als ein riesen Repertoire an lustigen Bemerkungen und den Mumm, die an der richtigen Stelle rauszulassen. Jetzt will ich Ihnen mal einen genialen Kniff verraten, wie Sie beides erreichen können. Erstens, Sie können aus dem Nichts heraus einfach aus der Beobachtung eine schlagfertige Bemerkung machen. Und zweitens, dieselbe Technik können Sie anwenden, wenn Sie von jemand angegriffen werden. Nehmen wir mal an, Sie sitzen in geselliger Runde und irgendwie kommt das Gespräch auf eine Bekannte und Sie wollen ausdrücken, dass die zugenommen hat. Jetzt könnten Sie ganz klassisch sagen, ja, Fiona hat ein bisschen zugenommen, aber das ist noch nicht schlagfertig. Oder aber Sie könnten Folgendes sagen. Wenn Fiona am Badesee jetzt zum Wasser läuft, dann rutschen einige Gäste mit ihrem Handtuch einen halben Meter den Hang nach oben. Man nennt das absurde Übertreibung. Man nimmt die Gegebenheit und dann hat man einen Schieberegler und den schiebt man jetzt nicht ein bisschen nach oben, sondern bis zum Anschlag und drüber hinaus. Und das verpackt man in ein möglichst absurdes Bild und das gibt man als Antwort. Das ist die Technik. So, jetzt kann man das aber auch als schlagfertige Antwort benutzen. Vorher habe ich das einfach als eine humorige Bemerkung benutzt, jetzt aber werde ich angegriffen. Da sagt einer zum Beispiel, Mensch, hast du zugenommen? Und Sie antworten? Stimmt, wenn ich seit neuestem am Badesee zum Wasser laufe, dann rutschen die Gäste vorsorglich einen halben Meter den Hang nach oben. Ich habe eine Konterdatenbank online mit 9000 Angriffen und schlagfertigen Erwiderungen. Und der häufigst eingegebene Begriff da drin ist das Wort klein. Das sind Menschen von kleiner Körpergröße und die suchen eine schlagfertige Antwort. Und jetzt will ich Ihnen diese Technik der absurden Übertreibung einmal für diesen Angriff anwenden. Meistens sagen sie ja nicht, du bist klein, sondern versuchen originell zu sein. Da sagt einer, Mensch, bist du geschrumpft. Stimmt, wenn ich in der Türöffnung stehe und jemand schlägt die Tür zu, kann ich stehen bleiben. Dieses absurde Bild können Sie jetzt auch im normalen Gespräch einsetzen, wenn Sie ausdrücken wollen, dass einer von der Körpergröße eben nicht so groß ist und Sie wirken witzig. Nehmen wir mal an, jetzt möchten Sie ausdrücken, dass einer unauffällig ist. Seit 3 Jahren spielt er Basketball, hat noch nie den Ball bekommen und ist noch niemand aufgefallen. Besonders viele Lacher ernten Sie, wenn Sie eine Eigenart einer ganzen Gruppe herausstreichen wollten. Wollen zum Beispiel Frauen, Männer, Galeristen, Holländer, Neonazis, Architekten. Nehmen wir mal an, Sie möchten herausstreichen, dass eine Gruppe introvertiert ist. Was ist ein extrovertierter IT-Spezialist? Ein extrovertierter IT-Spezialist ist jemand, der bereits beim Gespräch auf die Füße des Gesprächspartners schaut und nicht nur auf seine eigenen Füße. Ich lebe ja in der Schweiz und die Schweizer sind ein bisschen langsamer. Ich habe dort mal im Seminar 2015 einen Witz erzählt. Heute beginnen Sie langsam zu lachen. So, und jetzt schreiben Sie doch hier unten im Kommentar absurde, lustige Übertreibungen von Gegebenheiten oder Eigenschaften. Zum Beispiel, einer ist langsam beim Arbeiten, einer hat viel Streit in der Beziehung, eine technische Lösung ist veraltet, jemand macht zu wenig Sport, ich freue mich drauf. Machen Sie ein Like, geben Sie einen Kommentar und wenn Sie mehr von diesen schlagfertigen Kniffen lernen wollen, dann betätigen Sie die Glocke und Sie werden informiert.